ersten Vorrunde. Er kommt aus Bielefeld. Ja. Ich kann nichts dafür. Er ist, obwohl er noch so jung ist, schon ein ganz alter Hase im Poetry Slam. Er ist selber auch Slam Master von einigen Slams in Gütersloh, in Herford. Wir kennen uns auch schon ganz lange. Er war auch schon ein oder zweimal hier. Wir waren uns da vorher nicht so ganz sicher. Aber begrüßen Sie bitte ganz herzlich noch einmal also Nico Syulis. Moin, kein Bielefeld-Witz, ich bin ein bisschen stolz auf euch, dass das die Grenze für mein Stolz sein über Menschen ist, ist traurig, Bielefeld halt, egal. Der Text ist ein bisschen an den Film orientiert, an welche werdet ihr rausfinden, weil ich sage es zwischendurch. Und genau, es handelt sich um einen Alltag, ist nicht zwangsweise meiner, aber das kriegen wir schon hin. Ich fange einfach. Guten Morgen, liebe Sorgen, schaltet es in deinem Kopf. In deiner Decke noch geborgen wachst du aus deinem Schlaf. Es ist jedes Mal das gleiche, täglich grüßt das Murmeltier. Denkst du, wenn der Nachbar dir entgegenscheint? Auf deinem Weg zur Arbeit wie an jedem Tag. Da so früh nicht mehr reden mag, weil er ihn über sein Leben klagt, über den ganzen Stress, wie er beim Erzählen sagt. Du gehst weiter und summst eine Melodie, gibst deinen Weg einen Takt, dessen Rhythmus dich packt. Scheiße, ein Sprung der Platte. Guten Morgen, liebe Sonne. Schallt es aus deinem Kopf. In deiner Decke noch geborgen, erwachst du aus deinem Schlaf. Es ist jedes Mal das gleiche, täglich grüßt das Murmeltier. Du grüßt deinen Nachbarn und der murmelt viel, machst dich auf deinen Weg zur Arbeit ein normaler Tag. Was auch daran lag, dass du eine Melodie summst, um dir einen Takt zu geben. Du verpackst dein Leben in eben jenen Rhythmus. Wirst im Stehen mit Fuß, bevor du den nächsten Schritt tust. Du kommst an und setzt dich direkt an deinen Arbeitsplatz. Setz dich an deinen Arbeitsplatz. Arbeitsplatz, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz. Scheiße, ein Sprung der Platz. Guten Morgen, Sonne. Dröhnt es in deinem Kopf. Hast deine Decke schon verloren und bist seit einer Weile wach. Es ist jedes Mal das Gleiche. Täglich siehst du einen Murmeltier. Du beginnst direkt mit deinem Job. Hast noch das Lied vom Weg im Kopf und wartest auf die Mittagspause. Fließt noch schnell einen Schritt nach Hause und kommst danach nicht wieder, weil sie dich heute nicht mehr brauchen. Es ist Abend, sie fernsehen sie die Nacht wieder nach irgendeinem Scheiß. Irgendeinen Scheiß, irgendeinen Scheiß, irgendeinen Scheiß, ein Sprung der Platte ist ab. Guten Morgen, liebe Sorgen. Scheppert es aus deinem Wecker. Du fühlst dich wie neu geboren, weil du mit deinem Essen hinten kleckerst. Es ist jeden Tag dasselbe. Das Murmeltier grüßt dich, während du frühstückst. Du gehst deinen Weg in dein Ohren, ein Song, der während der Arbeit da bleibt, Rückweg, den du zügig zurücklegst, den du heute bedrückt gehst, weil du dich über die anderen Verkehrsteilnehmer aufregst. Und die Leute im Supermarkt, wenn du deinen Einkauf auf das Blatt drauflegst, endlich zu Hause. Die Nachrichten sagen, die Welt ist beschissen. Das, was du brauchst. So genau willst du das gar nicht wissen, danach irgendwas mit Action oder so. Action oder so. Action oder so. Action oder so. Scheiße, ein Sprung der Platte ist ab. Guten Morgen, oder so. Ruhst du aus deinem Mund. Willst die Müdigkeit entsorgen und fühlst dich ungesund. Es ist jeden Tag dasselbe. Irgendwas mit einem Murmeltier. Du denkst nicht zu reden, aber murmelst viel. Auf der Arbeit schlägst du Purzelbäume. Fragst dich, ob die wohl von ihren Wurzeln träumen, ist der Nachtisch und Vorspeise. Kennst keine Nachsicht, sondern Vorzeichen, siehst du dir im Fernsehen dabei zu, wie sie sich wie von Gott ins Ohr schreien. Gute Nacht, du legst dich in dein Bett und bist am selben Tag wieder wach. Und bist am selben Tag wieder wach. Und bist am selben Tag wieder wach. Es ist Groundhog Day. Alles wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich. Jeden Tag lang, bis du tot bist, bis du tot bist, bis du tot bist. Du fühlst dich wie Bill Murray in täglich grüßt das Murmeltier. But who you gonna call, wer hilft dir dein Leben? Ist kein Wunschkonzert. Es ist eher eine Schallplatte mit Sprung, mit Sprung, mit Sprung. Und du kannst nichts dagegen tun, gegen tun, gegen tun. Egal was du machst, du kannst den Ablauf nicht verändern. Du kannst nur die Schallplatte austauschen, am Rand siehst du immer das Ende des Plattenspielers. Und so drehst du dich im Kreis so lange, bis das letzte Lied vorbei ist. Dein Leben ist kein Wunschkonzert. Obwohl du dir selbst aussuchen kannst, welche Musik gespielt wird, denn du bist zwar der DJ, aber dir gehört der Laden nicht. Und so scratchst du dich durch deine Feier, spielst einen persönlichen Lieblingshit nach dem nächsten und ganz ausgelassen zu der Musik, aber dein Leben ist kein Wunschkonzert. Und vielleicht wartet es ja auch einfach nur auf der anderen Seite der Eingangstür. Vielen Dank.